Herzlich willkommen zu Satisfactory im Community-Projekt. Ich bin der Typ mit dem Bart. Yeah! Und ich bin diesmal nicht allein. Name Stopptaste. So, welche Folge ist das jetzt? Das ist jetzt die 19. 19. Gut, das reicht mir schon, dass das in der Aufnahme drin steht. Dann weiß ich auch, welcher Part. Wo seid ihr eigentlich? Ah, dort. Na hier. Decker. Decker, wo bist du? Auf dem Weg zu euch. Auf dem Dach ist doch ein Dach, Decker. Scheiße, er hat's herausgefunden. Mann, der war so scheiße schlecht, dass er schon wieder gut war. Komm, du kannst dir doch mal einen rausquetschen für mich, oder? War so ein kleiner Lacher, so ein Mundwinkel hoch, so. Ach, ist das immer wieder schön, dass ich das nicht rausschneide. Ah, ja. Können wir dann. Ich war die ganze Zeit schon. In 3, 2, 1, los. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit unserer 19. Folge heute in der Vorproduktion am 5.12. mit der gesamten Chaos Crew wieder mal hier an der Backe. Der Einzige, der hier Chaos verbreitet, bist ja wohl du. Der Löchel. Sag guten Tag. guten Tag, liebe Zuschauer. Hier, ihr Schenk und Schnauze. Oh, hab ich jetzt runtergehitlet? Ist er tot? Nee, ich bin hier, oder? Ja. Oh, jetzt wieder, okay. Da, ihr Schenk, viel Spaß. Er zuckt. Vielen Dank. Das nehme ich auch noch. Hör mal auf jetzt mit den Geschenken. Hör auf. Jetzt soll aber jeder eins nehmen. Ach so. Ich hab wieder gierig, wie ich bin, übelst losgelegt. Decker traut sich wieder nicht zu uns hier. Robin, erklär mal, was eigentlich passiert ist für ein böses Fauxpas seitens des Serveranbieters, beziehungsweise, erklär mal. Also, Leute sich nicht wundern. Zum einen müssen wir uns jetzt erstmal vorläufig komplett vom lieben Piloten Sid verabschieden. Der hat sich nämlich komplett verflogen. Der ist irgendwo auf dem falschen Planeten gelandet, nennt sich New World. Der wird dann irgendwann später vielleicht wieder zu uns stoßen, wissen wir noch nicht. Aber zum anderen, wie der Beutel gerade schon angedeutet hatte, servertechnisch, wir hatten doch mit einem alten Launcher gespielt gehabt. Das war alles noch Update 4 Launcher und so weiter und so fort. Und G-Portal hat halt einen neuen Launcher angeboten für Update 5. Und in Update 4 hatten wir noch das Problem, da hatten Decker und ich noch offscreen rumgebastelt und getan und gemacht und gepupst. Und dabei ist Decker dann irgendwann einfach nur noch dauerhaft durch die Karte gefallen. Also sind wir dann auf Update 5 Launcher hochgepusht sozusagen, haben den alten Server gelöscht, den neuen Server aufgemacht und mussten allerdings leider komplett von vorne anfangen. Oh. Das heißt, es sieht jetzt alles ein bisschen anders aus wie vorher. Wir haben aber denselben Standort gewählt und sind dennoch, obwohl wir so einen Zeitdruck hatten, wieder auf 600 Megawatt mit Kohleenergie gestiegen. Allerdings liegt die Kohleenergie jetzt woanders, als sie vorher war. Und da möchte ich euch mal bitten, dass ihr mal alle mitkommt. Jo! Ja, einen kleinen Ausflug. Zeig uns doch mal das Bauwerk. Die Cola-Energie. Mich interessiert die Cola-Energie. Ich trinke ja sonst nur Bier, aber Cola wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. So, na, scheiße, warte mal, ich bin da unten gelaufen. Moment, wir müssen da oben. Ja, nee, ist in Ordnung, ich laufe auch noch hinterher. So, ich habe mich schon gefragt, warum du runterläufst. Aus Gewohnheit laufe ich immer zuerst nach unten, weil ich da unten einen Rudolf eingesperrt habe. Also eigentlich so ein Doggo mit Rudolf Röten aus Reindeer, Nase und Geweih. Ach so, und du solltest vielleicht noch erklären, warum hier überall Geschenke liegen. Das wissen die Zuschauer nämlich auch noch nicht. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Jahreszeit zu tun oder sowas. Ja, das ist, da wir jetzt einen langen Fußweg vor uns haben, dachte ich mir, wäre das jetzt der perfekte Moment, das zu erklären. Es ist ja 5.12. bei uns und diesmal ist es aber auch wirklich das Wochenende vor Weihnachten. Letztes Wochenende, die Folgen, die ihr gesehen habt, da sind wir voll durch den Wind gewesen. Und die Leute von Satisfactory, die Entwickler von Coffee Stain, die haben sich da was Schönes ausgedacht, das nennt sich Fixmas. Und zwar haben wir wirklich einen Adventskalender in einem Hub dran, den können wir euch nachher nochmal kurz zeigen oder in den nächsten zwei Folgen. Und gleichzeitig fallen hier immer mit riesigen Fallschirmen irgendwelche, ja, Dankeschön, irgendwelche Geschenke vom Himmel. Die können wir aufsammeln und die können wir dann auch dementsprechend umwandeln zu Schnee, Tannenzweige, verschiedene Weihnachtsbaumkugeln und so weiter und so fort. Und damit können wir uns dann, wie wir hier schon teilweise an den Strommasten sehen,
ein paar Verschönerungen ranbasteln und auch so ein Winter Wonderland machen. So. Hier hab ich mal, ich wollte den einen Abend eigentlich nur ein bisschen Geschenke sammeln und dann auf einmal war 3 Uhr morgens und wir hatten auf einmal wieder Kohleenergie. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und im Nachhinein, nachdem ich alles gebaut habe, irgendwie mit einer 50%igen Gehirnleistung ist mir eingefallen, scheiße, eigentlich hätte ich die Rohre unten lang führen können und dafür aber die Kohle oben lang führen können. Egal, ist jetzt passiert. Wir haben es jetzt erstmal, wir können die später nochmal schön bauen und vor allem müssen wir erweitern. Boah, das sieht auch schön aus. Habt ihr euch aber Mühe gegeben. Habt ihr das gerade mal gehört? Ich alleine! Wie er das gesagt hat, das ist so richtig ekelhaftes Fishing for Compliments, ja. So richtig... Hops. Einen Moment. Der Fixer schon wieder. Da springt er. Nee. Mann am Boden. Der ist nicht da. Sonny down. Kurzen Moment. Ja, bitte. Oh, Lola ist geflogen? Ich musste gerade mal auf Pause machen. Oh, was? Wieso? Ja, an Unreal Process has crashed. Oh, nee. Meine Güte. Kann mich mal da wiederholen? Da sitzt sie. Und danke, trinkt Kaffee. Ich auch tot, danke. Aber Lola, bist du jetzt gestorben oder bist du einfach nur so geflogen? Nö, das Spiel ist gefreezed und dann ist es abgeschmiert. Okay. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein, nicht? Kann ich einfach verstehen, Shop-System neu aufgesetzt, neue Treiber, alles pipapo, alles neu und warum der jetzt immer noch so eine Kacke macht, kann ich nicht verstehen. Kann mich mal einer wiederholen? Warte mal, Digga, wo bist du denn? Am Wasserfall. Oh, warte. I come to you, my friend. Oha. Bist du im Wasser, oder? Ja. English for runaways. Was, Englisch? Beutel, hinter dir. Hinter mir? Ach, muss ich wieder hochschwimmen. Ach da, wie bist denn du da hingeraten? Was ist dir denn zugestoßen? Vermutlich das Grün von der Rampe gestoßen. Ich wollte eine Arschbombe machen, aber irgendwie war der Wasser nicht tief genug. Steckt da mit dem Kopf. Aber eine Arschbombe macht man doch mit dem Arsch nach vorne, nicht mit dem Kopf nach vorne. Es sei denn, du hast ein bisschen Arschgesicht, ja. So wie du, oder was? Nein. Der ist jetzt drüben. Drücken, ich drück nochmal kurz. Und ja, die Aufnahme läuft wieder. So, sorry Leute, herzlich willkommen wieder hier. Ne, zurück. Ich hatte mal einen kleinen Crash, aber jetzt bin ich wieder da und jetzt kann Robin auch wieder Scheiß und Reis machen. Hier. Und nach dem Crash sprichst du so komisch. Kommst du aus dem Osten, Lola? Ja. Vielleicht ist er ihr speziell ein Ostprodukt und macht Gesichtserkennung oder so mit der Stimme. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch die ganze Zeit jetzt so reden, aber das. Ja. Boah, sind die Halbleiter aus Plaste. Ja. So, noch kurz ein Wort zu den Kohlegeneratoren. Wir haben jetzt 8 Stück an der Zahl und die werden gefüttert eigentlich nur mit den 2 Kohlevorkommen, die wir da haben, auf MK1 meiner Basis, also 60 pro Minute. Wir sind aber kurz davor, mehr oder weniger kurz davor, dass wir auf MK2 freischalten könnten und dann haben wir noch 2 weitere Vorkommen genau nebenan hier. Das heißt, unsere Kohleenergieproduktion, die können wir um ein Vielfaches vergrößern, wenn wir dann soweit sind. Und darum geht es jetzt auch in den nächsten Folgen. Wir haben 2 Großbauten mehr oder weniger vor uns. Projekt Nummer 1 ist Stahlproduktion. Projekt Nummer 2 ist Fix It Shredder. Wir brauchen Coupons. Ich möchte halt mehr Bauoptionen Coupons haben. Und die wollt ihr auch, sobald ihr wisst, worum es geht. Ich liebe Coupons. Ja. Willst du nur die Kaffeetasse haben? Coupons sind gut. Das sowieso. Die Kaffeetasse und der Mini Cooper. So, also von mir aus sind wir theoretisch hinten am Kohlegenerator fertig. Wir könnten jetzt theoretisch wieder zum Ort des Geschehens zurück. Ja, da wäre wo? Na, wieder an der Hauptbase. Da müssten wir jetzt mal Schredder bauen und in der Nähe dort auch Stahl produzieren. Der wollte nur wieder mit seinen Kohlekraftwerken flexen, weißt du? Ja. Ich hab euch nur gezeigt, wo jetzt die Kohle gebaut ist. Wir mussten ihm huldigen, wir werden immer zu mal genötigt. Ja, hast du bloß gezeigt, wo jetzt die Kohle gebaut ist. Hast du wirklich gut gemacht. Ja. Robin, hast du gut gemacht. Ganz alleine hast du gut gemacht. Hat er fein gemacht. Ihr wisst schon, dass es hier nur einen sicheren Weg zurück gibt. Und ich stehe schon oben und habe geladen. Doch eigentlich nur, wenn ihr so durcheinander lauft, eigentlich nur wild reinfeuern. Irgendwas treffe ich schon, oder? Nee, doch nicht. Ihr seid cool, verdammt. Ey! So, Nummer 1, ja? Und Beutel haut nochmal drauf hinauf. Ist doch echt, ey.
Jetzt sehe ich wieder so aus, ist das geil. Ich bin schon wieder über die ganze Map verteilt. Willst du mich mal wiederbeleben? Oh, okay, na gut. Aber nur weil du es bist. Ja. Ich sollte wiederbeleben. Streitet euch nicht wegen mir. Hier darf mich jeder wieder. Lola, alles okay? Ich bin wieder rausgeflogen. Oh, nö! Ja, aber du läufst doch hier. Oh, nee. Wie geil ist denn das? Guck mal. Lola, bist du dir sicher, dass du raus bist? Ja, ich halte sie auf. Wirklich? Ja. Ich halte sie sicher? Auf. Leute, ja? Ich steck schon wieder fest, ne? Tut dir dein Arsch vielleicht irgendwie weh? Nicht, dass ich wüsste. Ich stecke fest. Die kippt nicht mal um, wenn ich sie anschieße. Die hat ein paar Bolzen im Kopf und kippt nicht um. Warte, Kai. Tschüss, Kai. Ja, aber das war gut. Lola, nee, das war echt gut. Die Lola, ganz ehrlich, die Pilze, die du letztens gefunden hast, hast du davon noch welche übrig? Wenn ja, dann gib was ab. Ja. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich sag dir gleich Bescheid, wann du wieder spawnen kannst, weil dein Avatar ist gerade wirklich dabei in Ditzen. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Er war bis gerade eben noch kurz davor, nach Hause zu rutschen im Sitzen. Wir haben alles bei mir immer noch. Wir haben alles auf Video, Lola. Ach, ey, jetzt ist er weg. Wieso bei dir immer noch die. Wegen so einem Mickey Mouse-Bullshit, ja. Man hätte einfach mal die Wand wegmachen müssen. Was hätte man? Die Wand mal wegmachen müssen, weil wir gucken, was mit Lola passiert wäre. Ach so. Schwupp. Dasselbe einfach wie bei Kai. Aber mir fällt auf, je mehr Leute auf dem Server sind, desto mehr Geschenke droppen hier. Wenn ich mich alleine hier bin, dann habe ich immer so 4, 5 auf einmal und dann dauert es wieder ewig, bis welche vom Himmel fallen. Aber jetzt gucke ich mich hier oben und sehe schon wieder haufenweise Geschenke. Robin, finde ich mich hier zurecht, was Materialien angeht. Ich bräuchte eigentlich nur mal ein bisschen Beton und Stahlplatten, um... Da kann ich euch auch eine kleine Neuerung zeigen. Oh je. Wenn du, Moment wartest, dann können meine Zuschauer das vielleicht auch sehen. Ich warte einfach hier auf euch. Muss ja wieder laufen. Ah, hier sehe ich Beton. Warum denn? Hier sehe ich Platten. Wunderbar. Warte. Ich bediene mich mal. Na, ich warte auch noch darauf, dass die Lola neu joint. Achso. Das ist ja richtig klug gemacht, Robin. Ich muss dich mal loben. Ja, das habe ich mir tatsächlich abgeguckt von jemand anderem. Muss ich wirklich gestehen. Aha. War ein englischsprachiger YouTuber, ich habe keine Ahnung, wie er genau hieß, aber ich fand es sehr, sehr praktisch, muss ich gestehen. Hast du geklaut, ja? Bin ich ehrlich, geklaut. Die Idee habe ich mir wirklich geklaut, aber ich fand die so geil, ich habe sie gleich übernommen. Ja, ich sehe schon. Und dann immer bei den englischsprachigen, damit man nachher sagen kann, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wie der hieß. Es war ein Video, was ich mir nachts um 3 angeguckt habe und danach habe ich mir noch mehr Videos angeguckt. Aber von anderen Leuten. Ich habe mir nachts um 3 für Videos angeguckt, hast du Schwein. Videos zu Satisfactory tatsächlich, ja. Das ist ja gar nicht you. Beep. Robin, ganz kurz, wie kriege ich das hin, ein Bauteil unten auf die Schnellleiste zu bekommen? Ah, ich hab's einmal nur draufdrücken. Okay. Ja. Hab's, danke. Ist das dann Lola schon wieder? Robin spielt den neuen Fab-Simulator. Oh Mann. Aber Lola, du spielst ganz schön mit deinem Leben heute, dafür, dass du schon vom Server aus auf dünnem Eis läufst. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du jetzt wirklich stirbst, Fräulein. Oh, macht nix. Ich sterb doch sowieso die ganze Zeit. Ja, du, wo ist er hin? Hast du weggebumst? Nee. Oh, okay, das war ein falsches Wort. Wegbumsen. Und Kai, du hörst bitte auf, hier Löcher in den Boden reinzureißen. So, sorry. Falsche Knopf. Sowas wie wegbumsen möchte ich hier aber nicht nochmal hören, Leute, ne? Wir sind anständige Leute. Seit wann? Lieber weggenagelt, oder was? Uff, die Buch. Warum wird hier? Okay. So, Leute, hier hinten am Baumateriallager. Warum denn? Oh, ey, ich krieg ja gleich eine Macke. Warte, Baumateriallager. Ja. Das ist da hinten, wo die ganzen Rampen rausgucken, wo der Förderbänder. Genau.
Dort wäre unten drunter, Vorsicht, ich reiße was weg, unten drunter haben wir nach unten hin noch einiges am Platz, wie ich persönlich finde. Und ich hatte genau da, ja. Und ich hatte letztens festgestellt, dass wenn wir da uns jetzt nach unten bauen würden, wäre es gar nicht mal so dämlich, denn dann könnten wir unten drunter eine Schredderanlage herstellen, die aber halt nicht alles schreddert, was hier ankommt, sondern immer bloß die Hälfte schreddert. Das würden wir relativ einfach hinbekommen, wenn wir jetzt, hier hinten sind ja immer 2 Container pro Baumaterial, da wo ich gerade bin. Und dazwischen können wir tatsächlich einfach Splitter klemmen und an die Splitter können wir Förderlifte ebenfalls anklemmen, ohne zusätzliche Fördermasten ranzubauen, sodass das halt alles schon nach unten geführt wird. Dort läuft es in so eine Art Sammelcontainer rein. Ja, Sammlerbeutel, Sammler. Und oh, das wiederum soll dann schön gemischt einfach in diesen Schredder reinlaufen, der uns dann die Coupons herstellt. Und da hätte ich gedacht, dafür würden eigentlich schon 2 Leute ausreichen und da schnappe ich mir sogar diesmal den Beutel. Ich habe eh nicht zugehört, um was geht's? Genau deswegen habe ich jetzt gesagt, du und ich, wir bauen das Scheißding jetzt. Und die anderen, ihr kümmert euch bestenfalls mal wirklich wieder erneut um die Stahlproduktion, weil die brauchen wir am dringendsten gerade. Ihr wisst ja ungefähr wo, ihr wisst ja auch am meisten, wie das funktioniert, also besser als Beutel, sagen wir mal so, meistens, wie das funktioniert mit dem Scannen und Suchen und Bauen und so weiter und so fort. Und da würde ich vorschlagen, rutscht ihr jetzt am besten in Team 2 runter. Hallo Robin, ich habe da mal nochmal eine Frage, deswegen winke ich mir auch gerade schon den Arm wund. Achso, ich dachte, du hast die falschen Emotes drin, du wolltest eigentlich nochmal fetten. Ich wollte, ja. was ich fragen wollte, kannst du eigentlich in den Splittern steuern, wie viel Durchlass da ist? Also kannst du wirklich sagen, 50, das kommt später. 50 hier, 50 das da? Das kommt später. Oder? Okay. Das kommt tatsächlich später mit intelligenten Splittern, nicht unbedingt die Menge, sondern eher die Art des jeweiligen, was auf dem Förderband ist. Wir könnten später sogar sämtliches Baumaterial auf ein einziges Förderband rausschmeißen und mit einem Splitter sagen, Schrauben links, Stangen rechts, verstärkte Platten geradeaus. Okay. Theoretisch. Das ist sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Oder wie, dass man irgendwie anders splittet. Es würde auch gehen, dass ich sage, ein Überschuss soll immer geradeaus laufen und an Splitter Nummer 1 soll ein Schrauben ausgeliefert werden, an Splitter Nummer 2 sollen dann verstärkte Platten ausgeliefert werden und so weiter und so fort. Also da können wir dann deutlich platzsparender bauen später und es sieht cool aus. Ah, alles klar, ich danke dir. Können wir noch mal kurz darüber reden, wie geil die Förderbänder aussehen? Das sind tatsächlich die Adventskalender-Förderbänder. Die haben wir heute freigeschaltet mit dem 5.12. Das kam über X. Da könnt ihr mal auf X gehen. Auf X? X. Okay. Das ist nämlich der neue Customizer. Und da haben wir jetzt Basic Fix Miss Hints. Dafür bräuchten wir Geschenke im Inventar, um jetzt momentan gerade nur mit diesem Skin Förderbänder und Pipes sind das. Nur für Förderbänder und für Pipes ist es momentan. Aber okay. Ich nehme mal an, mit fortschreitendem Dezember kommt da auch noch mehr dazu, dass wir auch dementsprechend mehr machen können. Außerdem habe ich schon gesehen, wenn ihr mal so nett wäret und auch so wie ich offscreen, also ohne Aufnahme, einfach mal Geschenke einsammelt, wären wir schon viel weiter mit der Weihnachtsdeko. Weil wir könnten auch, wie heißen die Dinger, Lichterketten? Können wir anstelle von Stromkabel verlegen als Beispiel. Kichter, wir können eine fucking Schneekanone bauen. Ich will die haben. Wir können auch Schneebälle herstellen und uns damit abschmeißen und alles. Deswegen hätte ich sowieso gedacht, dass ihr eigentlich den ganzen Tag nur am Geschenke sammeln seid, aber nö. Können wir doch mal machen. Scheiß doch mal kurz diese Folge auf Stahlproduktion. Einzig Buddy und Decker, wir gehen los und sammeln ganz viele Geschenke. Ja, das können wir auch ausgeben machen. Das können wir jetzt auch machen. Dann können die Leute das sehen, wie das aussieht und so, weißt du? Aber wir brauchen halt auch Stahl. Ja, das können wir dann ja machen. Das ist ja, ne, ich meint jetzt nur so richtig produktiv nochmal rausgehen, Lola, und Geschenke sammeln. Ich glaube, wir brauchen auch Stahl. Ja. Der Robert würde den Stahl schön in die Schneebälle reintun. Genau. Gefrorene Stahlkugeln, ja. So, also Robin, los, wir gehen in einen anderen Kanal, nicht die anderen gehen weg, oder? Nee, wir. Keine Ahnung. Zieh mich irgendwo hin. Komm, ja, wir beide gehen einfach runter und die anderen bleiben hier. Ihr stinkt, geht weg. Tschüss, ihr Arschgeigen. Tschüss. Ach, endlich Stille. So, gehen wir jetzt Geschenke sammeln, oder was? Keine Ahnung, ich bin gerade dabei. Ey, wer macht denn hier Löcher? Das gibt's doch nicht. Die Bitches, Alter, was geht bei denen, ey? Stimmt, der Beutel gewesen. Ja. Nein, ich dachte jetzt nur mal so, weißt du, damit die Leute das vielleicht auch noch mal sehen, so wie das aussieht mit den Geschenken. Ja, komm, dann lass uns mal 5 Minuten, lass uns mal sammeln. Da oben,
Da seht ihr das. Da, guck mal, genau. Da kommt ein Geschenk runter. An dem Fallschirm. Richtig. So sieht das quasi aus. Und so, und hier auch. Guck mal, da vorne. Solche Riesendinger. Zack. Und so sieht das dann aus, wenn sie landen. Und die Dinger quasi, die, ja, wir können ja mal kurz rumgehen hier so im näheren Umkreis. Ja, guck mal, da sind doch noch so viele. Da kommt noch wieder eins runter. Ach, guck mal, was hier unten noch liegt, ey. Wo? Ja, guck mal über den Rand raus. So viele unten. Beutel ist tot. Alter, ist das Loch gesprungen, oder was? Ich hab keine Ahnung, ich seh's auf dem Radar nur. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal kurz runter oder so, ne? Genau. Wenn wir irgendwie ein bisschen sammeln. Machen wir mal Bescherung, denn wir sind ja jetzt, glaube ich, beim welchen Adventswochenende? Wir haben's doch, ich raff's doch wieder nicht. Ja, also die Zuschauer, für die sollte es ja eigentlich was anderes sein, aber wir nehmen heute tatsächlich, also bei uns ist der zweite Advent heute. Das, werden die, glaube ich, die Folge müssten die dann quasi am 3. sehen. Also der 19.12., wenn ich mir das richtig so gemerkt habe. Okay. Aber drauf geschissen, meine Damen und Herren, egal welcher Advent nun heute ist oder auch nicht ist, wir wünschen euch natürlich trotzdem einen schönen Advent beziehungsweise eine schöne Adventszeit und... Ja, egal ob 2, 3, 4, 1. Also der Grund, warum wir das gerade so explizit erwähnen, weil wir im Vorfeld eine richtige heiße Diskussion hatten, an welchem Adventswochenende wir uns eigentlich befinden. Ja. Das ist ist nicht ganz so einfach. Ist ein Paket. Das kann man aufsammeln, so wie jetzt gerade gesehen. Und da sind immer so kleine Geschenke drin, so 10 Stück oder so, je nachdem. Und die? 15 oder 20. Also sind da genau. Nur Geschenke drin? Da sind doch manchmal auch so Federn noch drin, oder? Oder Tannenzweige oder sowas, oder? Nein, nee, ich glaube, das sind nur Geschenke. Und das sind ja die Dinger, die wir benötigen, quasi, um daraus dann halt Tannenzweige, Schneekanonen, Winter Wonderland zu basteln und so, weißt du? Jo. Ja. Oh, was ist hier denn? Kupfererz rein. Achso, nee, das ist nur. Okay. Ich habe übrigens auch in den Patchnotes von dem Update heute gelesen, dass du das über, wenn du einen Server betreibst, kannst du auch dieses ganze Event disablen. Also wenn du keinen Bock hast auf Weihnachten und bist hier so mehr so Grinch-mäßig unterwegs, ja, kannst du das auch irgendwie über die Konsole, kannst du das komplett abschalten. Ja, nice. Ja. Oh. Sag mal, wo seid denn ihr? Neuer. Schenke sammeln. Alles meins. Alles meine Päckchen. Ja, Geschenke sammeln bin ich auch, aber irgendwie liegen hier keine mehr. Also ich weiß nicht, wo ihr seid, aber hier ist eine Menge. Die verschwinden auf der Plattform. Alle. Oh, hier ist noch eins. Guck mal, wie schön das aussieht mit dem Schleifchen. Und da hinten kommt noch wieder eins runter. Hui. So quasi wie so eine... Mensch, die reißen hier den Bauern ein. Die was? Den Boden ein. Machen den Boden kaputt. Alles machen sie kaputt. Nicht. Alles, was wir aufgebaut haben. Ah, er pinkt schon wieder. Ja, Beutel versteht schon wieder was nicht. Ja, Robin hat schon wieder die Buntstifte rausgeholt. Muss schon wieder aufmalen. Oh, da ist auch eins. Ja, wobei Beutel hat ja geübt, hat er gesagt. Ja, ja, ich weiß nur nicht was. Ja, definitiv nicht Satisfactory anscheinend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch mal so die Info für die Zuschauer, dadurch, dass wir jetzt, dass der Server hier abgeschmiert ist und wir das komplett neu aufsetzen mussten, das hat nämlich nicht alles der Robin alleine hier gemacht, ja, das muss man auch mal dazu sagen. Da haben nämlich auch der Decker und ich, wir haben da nämlich auch ganz fleißig dran teilgenommen, die Lola auch. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war echt ein großer Lerneffekt hier bei dem nachträglichen oder Neuaufbau. Das fand ich schon sehr gut. Also hier habe ich tatsächlich Sachen auch verstanden, die ich vorher irgendwie nicht so gerafft habe. Ja, vor allem die intelligente Beschichtungskonstruktion, sage ich mal. Ja, die genau. Ja. Hast du ja vorher nur... Genau.
Die hast du ja nur fertig gesehen. Ja. Jetzt hast du den Aufbau mal selber noch mitgekriegt. Ja, wenn man das mal so von Anfang an dann auch mal selber so macht. Ich meine, ich habe ja jetzt, das ist ja jetzt mein zweiter Server-Neuaufbau. Ich habe ja beim ersten Mal, als wir noch nicht so weit waren, haben wir ja, oder habe ich ja, ja bis nachts mit Robin hier gesessen und haben ja den Scheiß wieder aufgebaut. Aber, it could be an indication of recent volcanic activity. Wer hat denn hier was gefunden? Keine Ahnung. Vulkanische Aktivität? Ach du Scheiße. Wer ist denn von euch in den Vulkan gelaufen? Bestimmt Beutel hat die Map kaputt gemacht. Ich vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, aber eigentlich nicht, hier ist nichts. Ja, genau. Wie gesagt, das erste Mal war ja nicht ganz so schlimm. Jetzt steht Robin direkt vor mir auf so einem Fundament, wenn ich ihm das jetzt unterm Arsch wegziehe, ja. Ja, mach das mal. Da kriegt er gleich. Da freut er sich. Ja, aber total. Nee, das mach ich nicht. Ich habe Angst vor dem manchmal. Der kommt dann bestimmt hier hochgebasht, ja, Alter. Genau. Und dann kriegt er erstmal so richtig einen Anfall. Also ich hab keine Angst vor körperlicher Gewalt, aber wenn er anfängt loszuquietschen, ja, da habe ich immer einen Tinnitus danach. Ja. Er ist halt ein zartes Stinkchen. Ja, aber er ist so ein bisschen, sieht das dann auch so aus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn er sich so aufregt und wenn er so rumquietscht und so, dann sieht er so ein bisschen aus wie Caillou im Rage-Modus. Kennt ihr Caillou? Ja, ich kenn Caillou, ja. Also, no front, ne, Leute, wir haben es ja schon mal gesagt, wir mögen uns hier alle, ne? Das ist, dieses Rumgestichel ist halt einfach. Wir mögen uns? Die zur Auflockerung des Ganzen und so. Und wir sind ja zwischendurch auch gerne mal so, ne? So Sticheleien, das, Wir sind jetzt wieder da, das hört jetzt hier sofort auf mit den Sticheleien, ja? Stärkt Arbeitsverhältnis, so. Ne? Mensch, Beutel, da lässt man dich mit Robin kurz allein und du bist tot. Ja, das war ein Versehen. Ja, okay. Ja, Versehen, ist klar. Nee, das war wirklich ein Versehen. Ich dachte, er ist hinter mir hergesprungen und ich habe die Betonplatte abgerissen, wo er drauf stand. Ich wusste, dass er drauf steht. Ich sehe nur auf dem Radar auf einem toten Kopf. Wer ist es, Beutel? Ich habe doch schon an mir vorbeifliegen sehen, da bin ich so, tschüss, war schön mit dir. So, aber die Folge ist vorher zu Ende tatsächlich. Wir haben schon wieder 25 Minuten nur Blödsinn gemacht eigentlich. Was? Ja, ernsthaft? Du hast 25 Minuten damit rumgeflext, was du für Kohlekraftwerke gebaut hast. Ach, halt die Klappe. Ja, aber auch mit meinem Absturz und so, mit meinem zweimaligen da, das ist ja auch doof. Naja, Lola, dass du öfter mal abstürzt. Du hast schon wieder einen Absturz gehabt, ja. Ja, du kommst ja gerade frisch aus dem Kotzurlaub, ne? Erst die Aufnahmen laufen noch. Ah ja, stimmt. Ach so, ja, meine läuft auch noch, weil ich doch keine 25 Minuten habe. Na dann, Gruß und Kuss, deine Was sind jetzt? Zwei Minütchen noch, dann ist... Ja, macht ja auch nichts, wenn es ein bisschen kürzer ist, Lola, ne? Ja. Dann mache ich jetzt eine ganz schnelle Abmoderation. Ja. Ich mich nicht beeilen möchte. Er sein Gain eingestellt hat, dass es auch immer wieder klippt, wenn er laut ist, ne? Das ist geil, ne? Ja. Was? Es klippt? Ja, du klippst. Echt? Ja. Was? Klippst ganz oft, auch wenn du schreist. Also wenn ich schreie, hört man mein Schreien trotzdem, aber es wird automatisch runtergeriegelt und klingt trotzdem wie ein normales Schreien. Bei dir ist dann einfach so, als wenn du auf dem Klo sitzen würdest und irgendwann bupp weg. Ja. Das Komische ist, es ist aber nur über Discord mittlerweile so, meine Aufnahmen mittlerweile nicht mehr, weil dafür habe ich jetzt gesorgt. Ach so, okay. Ach, dann ist das durch den automatischen Sensibilität. Durch dieses automatische Gedönse von Discord, was wir da eingestellt hatten letztens. Das weiß ich nicht. Nö, du sprichst eigentlich weiter. Klippen tut dein Mikro.
Zum Glück klinge ich immer ganz normal. Ja. Ja. Doch, sorry. Hörst du dich jeden Morgen an. Vorm ersten Irish Coffee erstmal hörst du dich immer so an. Genau. Ich habe das Gefühl, der Kai, der rennt mir ja die ganze Zeit hinterher. Ich will das nicht. Was? Okay. Sind jetzt eigentlich die 2 Minuten rum? Ja, die haben wir echt noch mal ganz, ganz grandios Sekunden. Mit Schwachsinn gefüllt, ja. Ja, so die letzten 15, 10 Sekunden, ja. Ja. So, alles klar. Liebe Zuschauer, liebe Mitspieler, herzlichen Dank fürs dabei gewesen sein. Macht's gut und bis morgen. Ciao. Ciao. Macht's gut. Oh. Ah, scheiße, der hat nicht mal drauf gehabt. Der kam in dem Moment. So, ich geh ganz.